So, das ist die Demonstration des Links bis zwischen Inkscape und FreeCAD. Ich kann hier ein Linkobjekt erstellen und dieses Linkobjekt hat hier einen Pfadnamen zu einer SVG-Datei, noch ein paar andere Daten. Wir schauen uns die Datei mal an, die sieht so aus und das ist jetzt schon reingeladen und diese vier Pfade, die sehen wir hier, das können wir uns aktualisieren und anschauen, dann sind die da. Und jetzt kann ich hergehen und kann sagen, ich möchte hier drin mein Objekt verändern und dann Steuerung S speichern. Und dann ändert sich das hier mit. Dann kann ich das gleiche hier machen. Steuerung S. Oder dieses Objekt hier aufziehen. Steuerung S. Ist es drüben.